Wir können es kaum erwarten, mit Ihnen, liebe Gäste, zusammen Bella Italia zu erkunden. Civita Vecchia, Neapel, Palermo, La Spezia und Catania. Und da bieten wir Ihnen ganz viele tolle Ausflüge an, zum Beispiel mit unseren Biketouren. Und zwar geht es nach... Vielen lieben Dank, Caro. Ich freue mich riesig darüber, dass ihr uns so viele kleine Filmchen geschickt habt, die wir gleich alle sehen werden. So, und jetzt kommen wir zum heutigen Magazin. Erstens eben die Grüße von der Blue. Wir haben eben schon angefangen. Die machen sich fertig. Es wird wunderbar werden für die Gäste. Zweitens, wir schalten rüber zur Perla. Und auch da ist man in den Startlöchern. Und drittens, Halloween steht vor der Tür. Und wir sagen euch, wie man sich schminkt. Viel Spaß! Bei uns heißt es heute Abend Showtime und ich werde jetzt mal in einen Raum gehen, wo sich der Tobi, unser Entertainment Manager, gerade vorbereitet für die Anmoderation von Chromins Band. Die Band ist schon auf der Bühne, es läuft schon das Warm-up und er bereitet sich wahrscheinlich gerade vor. Besuchen wir ihn mal und überraschen ihn. Tobi! Du gehst gleich auf die Bühne zur Anmoderation von Chromins Band. Bist du bei sowas eigentlich noch aufgeregt? Ja, klar bin ich noch aufgeregt, vor allem jetzt nach so einer langen Pause. Wir müssen jetzt erstmal alles wieder üben, damit auch die richtigen Worte gleich sitzen auf der Bühne. Und vor allen Dingen üben wir für Sie, liebe Gäste, jetzt schon mal unsere Stimmbänder wieder zu strapazieren, damit jeder Ton sitzt, wenn Sie an Bord sind. Gleich geht's los. Wie lange noch? Ja, ich glaube, das Lied ist gleich aus. Ich muss schon mal auf die Bühne gehen und sage Servus und wir sehen uns bald an Bord von AIDA Blue. Wie ihr seht, entertainmentmäßig alles am Start und sie freuen sich richtig drauf. Jetzt gehen wir zur Perla, denn auch da ist das Entertainment hoch motiviert. Und was da passiert, das seht ihr jetzt. So, welcome! This is Mukhtar, this is Roger and I am Akhil. From Indonesia. Hi, I'm Mina. From Housekeeping Department. And we're currently working in the shop. Hi, my name is Yawan Pinau, I'm from India. I'm host here on AIDA Perla. My name is Adyaksa. Just sit back, relax and enjoy. And I hope you guys will like it. So guys, lay back, enjoy the show, and here's for you, talent number one. So we do me sunlight, to be simmered out, when it's time to run high. You every land, you every world. Die Crewmitglieder haben selber auf mehrfachen Wunsch gesagt, sie möchten gerne eine Talentshow haben. Okay, gesagt, getan. Wir haben einmal ein Meeting ausberufen und da waren sie auch schon. Direkt 10 Talente, die unglaublich Tolles leisteten und mit vollem Herzen direkt dabei waren. Die Proben verliefen eigentlich richtig, richtig gut, um ehrlich zu sein. Also alles sehr locker, die Talente waren schnell gefunden, jeder hatte auch richtig Bock drauf und mit voller Lust und Laune war auch jeder dabei gewesen. Die Show verlief grandios, um ehrlich zu sein. Also das war ein richtig toller, gelungener Abend. Alle hatten einen unglaublichen Spaß. Natürlich waren die Talente auch mega aufgeregt am Anfang. Aber die konnten wir dann nachher auch relativ schnell nehmen, die Aufregung. Sobald sie draußen waren, waren sie wow. Sie haben einfach gerockt und hatten einfach nur Spaß. Und es war so schön, das zu sehen, wie wir sie mit Leidenschaft dabei waren und einfach nur alles gegeben haben und so glücklich von der Bühne kamen. We ain't even thinking for. Do you really want to live forever? You know what, man? I saw the sign, and it opened up my eyes, and I am happy now living without you. I've left you. Unser Sieger hat einen ganz tollen Preis erhalten. Er bekommt seine Siegersingle einmal professionell aufgenommen von unseren Technikern. Hätten unsere Tänzer gewonnen, wäre es ein professioneller Videodreh geworden. Unter den jetzigen Umständen kann ich mir durchaus vorstellen, nochmal so was Ähnliches zu machen oder vielleicht nochmal so eine Show, eine 2.0 im Prinzip, nochmal zu veranstalten, weil es das Beste war, um der Crew einfach mal was zurückzugeben. Thank you! Ich bin hier gerade im Passagiersgang und ich habe da gerade irgendwie Geräusche gehört, aber
Es ist niemand hier. Huh, da war gerade was. Oh, ganz viele Housekeeping Mitarbeiter. Die Besten. Ganz ehrlich, das Tollste für mich ist zu sehen, wie die Kollegen alle richtig Lust haben und sich richtig auf Gäste freuen und wie gut sie drauf sind und sie lachen zu sehen. Das finde ich am allertollsten. Und jetzt kommen wir zu den Schminktipps, wie versprochen, Schminktipps für Halloween in der heutigen Zeit. Bitte schön. Heute machen wir ein Kürbis-Make-up. Los geht's. Ihr braucht Lidschatten, Wasser, Eyeliner, Orangefarbe und einen Schwamm. Jetzt mache ich mit dem Schwamm eine Farbe auf mein Gesicht. Jetzt malen wir mit schwarzen Lidschatten einen Kreis. Und jetzt mit dem schwarzen Eyeliner malen wir ein paar Streifen. Und jetzt machen wir die Maske. Die ganze Maske wird nur orange sein mit einem schwarzen Mund. Kleiner Tipp von mir, vergesst nicht die Zwischenräume der Maske. Es dauert nicht mehr lange, dann geht's los und hier auf Aida Blue merkt man, es ist wieder ganz schön viel Leben eingekehrt. Überall laufen Vorbereitungen, egal wo man hinkommt, auch egal zu welcher Tageszeit. Irgendjemand ist immer da und bereitet sich gerade auf unseren Neustart vor. Ich bin gerade im Fahrstuhl und ich schau mal, was gerade im Theatrium so los ist. Ich habe nämlich ein bisschen Musik vernommen und tatsächlich sehe ich da unsere Band auf der Bühne mit einem fabelhaften Setup. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Wie ihr seht, da spielt die Musik und hier jetzt bei uns spielt die Musik auch. Die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik von Bord. Jetzt wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund. Do you remember when your lips touched mine? The moon shone a spotlight through your window on you. It's always been you. The book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me and you you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me. And you can sing me anything.
We may not know how long this will go on for. We may not know how the world will change. We may not know where we will be. But I know one day I will reach out my hand and you'll be there to take it.